Das Horrorhaus der Rosemaries. Wir haben das Wichtigste geholt, aber ich will ja unbedingt noch ein bisschen andere Geschenke euch zeigen. Leute, wir kommen zurück. Mal gucken, ob ich jetzt einfach wieder sicher und schnell hoffentlich rauskomme. Und auf dem Weg halt da noch ganz viele andere Sachen hole. Okay, die ollen dummen Geister. Komm, die kriegen aber alle down hier, oder was? So, jeder greift einen an. Let's go! Dim, dim, tot. Schön vanished, man. Wer jetzt eigentlich wirklich nicht, dass hier irgendjemand stirbt? Habe ich keinen Bock. Alter, Inna, kommst du ja nicht mal gegen so schwache Gegner aus dem Early Game klar? Das ist fies. So, okay. Ja, wie gesagt, die Geschenke hier, das müsst ihr, also ihr müsstet nicht machen. Die sind halt wirklich doof und langweilig und. Oh Mann, ey. Ritter. Da habe ich keine Lust, Leute. Ich habe keine Lust auf die. Nicht gegen zwei. Tschüss. So und so. Oder du, oh, einer ist trotzdem immer schneller. Alter, wie viel Schaden? Wieso? Leute, einfach tot gekloppt. Natürlich, greifen beide Leute an, ist ja klar. So, das wird schon mal ein Problem. Leute ist tot. Was jetzt cool wäre, wäre, wenn Anna schon eine bestimmte Fähigkeit hätte. Weil natürlich, Anna kann später Gegner wieder, Charaktere wiederbeleben. Aber jetzt noch nicht. Super, oder? So, wir gehen dann einfach mal hier runter. Und finden hier ein Geschenk. Sehr schön. Das Geschenk wird geöffnet. Es war leer. Dafür ist Lloyd jetzt gestorben, Leute. Alles klar. Ja, am besten teleportiert man sich einfach wieder nach Magic Kid hier raus oder so. Ihr wisst schon. Und nicht für so ein Alarm-Ghost. Nee, der ruft mir zu oft Hilfe. Ich versuche mal so zu fliehen. Hilf mir, Mann. Oh, oh. Okay, Nintendo hat es geschafft. Nein! Doof ist jetzt, dass hier keiner Erfahrungspunkte kriegt. Ja, der Ort hier ist echt mies. Ne, die Gegner sind mega stark. Danach werden die Lubico wieder ein bisschen schwächer. So, das waren die beiden Gänge. Jetzt gehen wir erstmal wieder komplett zurück. Nur zurück, zurück, zurück. Wow, Shroudly. Wer ist das denn? Okay, den kriegen wir aber down, oder? So, und Anna soll mich mal... Anna soll mich einfach mal heilen. Schon mit dem Better Move. Boah, Smash! Alter! Shroudly ist ganz schön stark. So, schon geheilt. Angreifen. Boom, boom, Double Smash! Okay, den haben wir es gezeigt. So, jetzt holt natürlich irgendwie Anna so ein bisschen auf. So, einfach zurück. Einfach zurück. Weil die anderen Geschenke sind halt, ja, vom Anfang nicht nach oben gehen, sondern nach unten. Und dann immer nach unten, nach unten. Oh Mann, ey, diese ollen Rüstungen, ey. Das ist echt nervig, weil die so schnell sind. Wenn ich jetzt Pech habe, werden wieder angegriffen, wisst ihr? Also nochmal schnell. Force die Slippy und einfach Garden. Vielleicht hilft's ja. Boah, einfach gesmashed! Ist schon klar. Einfach Anna eine reingehauen. Ey, diese verdammten Ritterrüstungen. Die sind viel zu stark. So, okay, dann Anna. Benutzt mal einfach eines der magischen Kräuter aus der Fabrik. Tja, Gürmsen, Gürmsen. So, dann kann sie ja gleich noch eins fressen eigentlich. Mann, der arme Lloyd. Vielleicht lernt er, Anna lernt er vielleicht gleich noch die Methode, um hier jemanden zu heilen. Ich weiß es nicht. Der Zombie! Mann, Nintendo rennt doch weg. Mann, als ob das nicht klappt. Ja, rennt weg, Leute. Da habe ich jetzt keinen Bock. Oh, kein Effekt. Okay, puh. Ist aber. Rennt jetzt mal weg vor dem Zombie! Kein Bock! Ich hab keinen Bock! Okay, gut. So. Okay. Zurück, zurück, zurück. Ne, bis zu der Maus. So, und jetzt gehen wir halt nach unten. So, wartet mal. Lloyd hat hier richtig geile Sachen, aber er ist down. So, Anna, snackt einfach nochmal andere Dings. So, verbrauchen wir auch ein paar Items, das ist so cool. So, okay, jetzt hoffentlich klappt das dann. Nach unten. Immer nur nach unten. Weil, wie gesagt, alle anderen Gänge, die sind halt komplett doof. Also erstmal abchecken. Neues Geschenk hier für ein Antidot. Toll. So, dann gehe ich erstmal jetzt nach oben. Einen langen Gang lang, der auch nur zum Geschenk führt. Wenn man jetzt nach unten weiterhin bleibt. Oh, Gottes Willen. Oh Mann, ein Ghost kommt einfach an. Man sollte denn so noch einen dummen Geister... Dann kommen einfach so schwache Gegner dort durch im Mischt, Alter. Nimmt den richtig sauer und smash ihn einfach alle weg. Badabam bam. Oh je. Leute, ich habe mich jetzt entschieden,
Also wir müssen jetzt nämlich Richtung Yangtown. Und es geht von der Hauptstation der U-Bahn oder der Straßenbahn, der Hauptstation aus, halt durch die Wüste nach rechts. Und da müssen wir ein bisschen gucken. Bevor wir das machen, würde ich aber sehr, sehr gerne nochmal die Fabrik abchecken. Weil das Super Spray, das brauche ich. So, okay, hier haben wir noch ein Geschenk. Sehr schön. Abchecken. Und ein Brot. Toll. So, wieder zurück. Ja, ja. Es gibt doch mitunter solche Gänge hier, ne, mit langen Treppen und dann hast du am Ende einfach gar nichts. Oder auch so einzelne Türen, die irgendwo hinführen und dann einfach Sackgasse. Ja. Ich weiß doch nicht warum. Oh, Stone, oh, Wedge, er ist in Stein verwandelt worden. Was zum. Warum ist er jetzt zu Stein? Das ist nicht toll. Aber warte mal, ich glaube, da habe ich aber den passenden Healing Spell, den müsste ich haben von Nintendo. Ich weiß nicht welcher. Ist das Healing Gamma? Ich guck mal. So. Okay, alles klar. Anna wurde wieder weich. Nicht mehr so steinhart. Gut, okay. So, wieder zurück. Es fehlen bloß noch zwei Geschenke, Leute. Haben wir es geschafft? Bam, bam, di, dum, di, dum. Jetzt haben die hier ja nicht so viele PSI Thunder eingesetzt. Da habe ich mir ganz umsonst diese Erdmedaillons da geholt. Aber ist egal. Schaff ich schon. La 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 la. Und tschüss, man, yeah. Ja, Leute, wirklich kein Ort zum Trainieren, aber trotzdem, Männer, ist Level Up. Schön schnell. Ich hoffe, das war das irgendwie, aber mit der. Oh, nie, neue PSI-Power. Ist das Super Healing? Jetzt so rein zufällig? Nee, okay, es ist auch Healing Gamma. Toll. Mann, lern nochmal Super Healing. Das wäre jetzt mega wichtig. Macht sie natürlich nicht. Weil dann wäre Leute wieder da. Obwohl er natürlich super teuer ist. So, okay, einer von denen. Ah, okay, greif einfach mal an und mach vielleicht einfach, naja, PSI-Schild mit deinem Springen, hypnotisieren, naja, eine Ritterrüstung hypnotisieren, glaube ich nicht, dass das was bringt. Und mal Thunder-Wetter, boom, oh shit, okay, der Schaden wäre trotzdem krasser gewesen, glaube ich, hätte ich nicht meinen Erdmedaillon, sondern intern angreifen, bam, 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 du heilst Nintendo, los. Oh, aua. Gut, dass ich gerade auf Heilung gegangen bin. So, okay. Alter, die KP, ey, da schon über 100. Oder was? So. Bringt aber auch 100 Erfahrungspunkte. Ein so eine Ritterrüstung. Kann nicht schaden. Och, man, diese ollen Geister. Mann, die Leute ist tot, aber einfach wegen Pech. Egal, Leute, ist egal. Leute, wird uns schon wieder einholen irgendwie, irgendwann. Mit den nötigen, Oh, ist weggerannt. Gut. Mit den nötigen Level-Ups oder Enemies. Oh, kurz vor der Tür. Ich will da bloß hier raus. Oh, nicht wieder Alarm-Ghost. Okay, komm, den müssen wir jetzt wieder abhauen. Ich will jetzt nicht so oft hier Fourthly Slip aktivieren. Weil das ist so teuer. Okay, er hat's geschafft. So, jetzt noch hier. Nur noch immer nach unten. Dann müssten wir alle letzten... Ah, nee, nochmal nach unten und dann nochmal nach oben. Dann müssten wir dann alle letzten... Dinger finden. So, komm, ich will den echt platt machen. Weil das ist cool. Der ist dann doch... Der bringt schon Erfahrungspunkte. So, ich mach mal Beam Better. So, und Attack. Boah, wie stark der auch ist, ne? Selbst wenn er keine PK-Attacken einsetzt. So, und intern angreifen. So, ich glaube, das passt auch, wenn sie einfach weiter angreift. Ba, ba, ba. Und Psusu, Bams. Alles klar. Tot. Mann, der geht aber auch alle so auf die Erfahrungspunkte, ja? Ich meine, auf die PP geht das alles. Richtig mies. So, okay, gut. Erstmal weiter nach unten. So, hier haben wir ein Geschenk. Und es ist ein Gegengift. Hui, super. Okay, und dann noch hier haben wir die letzte Box. Das letzte Geschenk. Und dann sind wir hier durch. So, Life Up Cream. Nett. Wirklich nett. So, dann hauen wir ab. Hauen wir einfach ab. Ich würde am liebsten jetzt halt irgendwie mich teleportieren, aber ich würde auch gerne noch mal ein bisschen in Spookane gucken, was in Spookane so abgeht. Weil es müssten ja die gruseligen Aktivitäten müssen ja aufgehört haben. Bam, badam. Oh, yeah. Vielleicht, er kommt durchs Training. Vielleicht lernt er ja noch ein bisschen weiter, aber ich glaube, ich werde trotzdem bis zum nächsten Part mich dann wieder ein bisschen vorbereiten. Ne, dass wir dann den nächsten Part bei der Fabrik dann starten.
vielleicht, ich überlege halt, Mann, guckt man da wirklich... Ich könnte auch überlegen, ob ich mir nochmal so ein Schutzding hole. Nintendo Level Up, sehr gut. So, schön erhöhte Stärke, sehr gut. HP um 5 mal wieder, PP um 3. Na gut, ist nicht so pralle. Aber was soll's. So, wir sind da, wir sind gleich draußen, ja. Aber ja, der Ghost will uns nicht durchlassen, Alter. Tschüss, tschüss. Er holt Hilfe. Oh nein, ich schon wieder. Alles klar, weg. Okay, hier nicht zu Stein werden. Ah, wir sind wieder draußen. Super. Ich hau ab. Und Lloyd ist tot. Schade, dass wir nicht so gewisse Gegner treffen, weil aber werden wir bestimmt irgendwann nochmal sehen. Aber es gibt auch eine rote Schlange. Und die ist relativ selten. Bringt aber... Geil. Die rote Schlange ist ein sehr, sehr großer Erfahrungspunktespender. Ich glaube jetzt aber auch nicht so viel, nicht so übertrieben. Bloß die Schlange will immer abhauen und lässt sich ungern bekämpfen. Deswegen mal gucken, ob das jetzt klappt. Mal schauen. Ich kann einmal versuchen, sie zu hypnotisieren, dass sie schön an Ort und Stelle bleibt. Okay, sie ist geflohen. Naja, wenigstens haben wir sie einmal gesehen. Ja, sollte jetzt auch nicht der Hauptfokus sein, wenn man trainieren möchte. Ich suche jetzt nur rote Schlangen. Besser nicht. So, ist die Alte jetzt wieder da? Die ist echt weg hier mit dem, dass sie hier einmal die Chance hat, ihr $1000 zu geben für einen Hinweis. Tja, das hat wohl nicht sein sollen. So, sag mal, jetzt sagen jetzt irgendwelche Leute was von wegen, weil ist alles wieder okay oder nicht? Ich hab doch die Situation gemeistert. Oh, Adler. So, bei Smash, Alter. Eagle is down. Das hat echt im Haus ein bisschen länger gedauert, als ich dachte. Aber naja, auch, oder ich glaube, ich hole vielleicht noch... Ja, wie der Fabrik und sowas, ist zwar alles ganz cool, aber hole ich vielleicht doch noch schnell wenigstens die fünfte Melodie. So, hier haben wir schon mal gelesen. Ja, Spokane, genau. So, ist jetzt ja alles wieder normal? Ich hoffe doch, auf jeden Fall werden wir nicht angegriffen. Okay, hier kann man echt keine Toten wieder beleben lassen. Das ist ja mies. Naja, das ist eh Magic Camp der beste Ort dafür. So, jetzt könnte man, wenn man möchte... Hey, ich dachte... Okay, oh, so, okay, jetzt war aber wieder nicht in der Stadt. Wenn man möchte, kann man sich jetzt hier umgucken in Spokane, aber... Ja, effektiv gibt's hier nichts. Wir müssen mal schauen, vielleicht gibt's da doch irgendwie einen Bewohner oder so, der jetzt wieder da ist. Und es sieht wirklich so aus, als wären die Monsterangriffe jetzt erstmal weg. Nee, doch nicht. Die haben nichts verändert, Leute. Jetzt rennen hier bloß noch Katzen rum. Oh, mit dem komischen Grinsen so richtig. Ich werde dich kratzen. Ja, wie schnell die sind. Oh mein Gott. Aua. Na komm schon. Aua. So, schön tot. Aber zu lange. Das hat gedauert. So, automatisch angreifen. Ja doch, komm, ich versuche mal heute noch die fünfte Melodie zu holen, weil die ist relativ schnell geholt, ja. Vor allem haben wir das ja schon, den Hinweis haben wir ja schon bekommen. So, wenn hier nichts mehr ist, dann will ich hier auch nicht weiter rumrennen. Das ist denn doof. Jetzt kommen hier nur noch, okay, jetzt kommen die normalen Tiere an, okay. Aber ohne Leute hier, ohne weitere Kampfpositionen, das ist echt doof. Leute, ich habe aber, ne, man kann es an sich sagen, in Spokane gibt es nichts weiteres von Bedeutung. Ich nehme den Zug jetzt einfach nach Hause. Zur Station, ganz schnell wieder. Hoffe natürlich, ich kriege keine böse Überraschung, denn in der Wüste. So, also komm hier, bringt nichts. So, ich bin ganz schön wieder weg hier, bitte. Ja, wo wollen Sie denn hin? Hm? Wo wollen Sie denn hin, bitte? Ich möchte gerne wieder zur Hauptstation. Ja, okay, das kostet einen Puffi, alles klar? Alles klar. So. Ja doch, das machen wir mal wieder so ganz merkwürdig. Doch, das mache ich doch. Und dann haben wir zwei Melodien heute bekommen für die sechste. Leute, für die sechste werde ich eh trainieren müssen, weil die sechste hat mit dem Drachen zu tun. Und der wird ja erst wach, wenn Nintendo Level 25 ist. Aber Level 25 ist ja schön wenig, weil der Drache ist sehr stark. Da gibt es aber eine Taktik für. Müssen wir mal gucken. Ein bisschen Glück brauchen wir trotzdem. Deswegen werde ich mal schauen, wie ich das mache. Aber ein bisschen trainieren muss sein. Und ja, ich überlege auch gerade mit der Wüste irgendwie... Das ist alles so ein bisschen... Obwohl, in der Wüste gibt es auch geile Sachen.
Aber die sind, glaube ich, gar nicht so nötig. Ja, das Spiel, ich gehe gerade im Kopf schon durch, das Spiel hat halt echt so merkwürdige Sachen, die man ja nicht machen muss und irgendwie so. Das Wichtigste ist jetzt, dass wir halt nach Youngtown gehen. Und da kann man halt zwischendurch nochmal in der Wüste gucken. Ja, wir machen die sowieso alles, ne? Wir machen alles mit. Ich versuche nur gerade die Reihenfolge festzulegen. Ich tue mir noch schnell eine Melodie, würde aber gleich wieder zurückgehen. Aus der Wüste denn. Weil ich mit euch die Fabrik fertig erkunden möchte. So, ich hab das ja auch nur gemacht, weil in der Wüste gibt es, Alter, hier komplett kaputt. Keinen Weg nach Youngtown und will sie auch keiner reparieren. Hat keiner Bock, das zu reparieren. Jetzt nehmen wir den Umweg. Ein bisschen hier hoch und dann rechts. Wieder unten. Und jetzt sind wir bei der Wüste auch schon angekommen. Richtig schnell. Oh, und natürlich auch bei Enemies. Eine Spinne! Eine Spinne? Kloppen! Sie ruft nach Hilfe. Ah! Toll. Alter, sind Spinnen stark. Warum sind die denn so stark? Oh mein Gott. Und schmutzige Wörter. Und ich wurde vergiftet. Das gibt's ja nicht. Okay, die Spinne ist aber down. Sie holt nochmal Hilfe. Weil denn deswegen, ey, das wäre jetzt echt cool, wenn wir schon das Super Spray hätten. Dann würde man es einfach benutzen und alle sind tot. Bam, bam, so, Nintendo ist schon vergiftet. Kein Effekt auf Anna. Cool, die ist giftresistent. Okay, alles klar, jetzt schnell die töten noch. Dann habe ich ja meinen Gegenstand. Oh yeah, yeah, yeah. Na komm, sag tschüss. Ja, aber natürlich Super Spray ist natürlich auch sehr speziell. Tötet halt nur Insekten. Aber die Tarantel wäre schon mal geil, ne? Rufen, lässt man vielleicht alle nach Hilfe rufen und dann Instant Kill auf alle. So, dann nehme ich mal schnell ein Antidot. Zack, hab ich ja dabei. Ah, Glück, Glück. Ja, so neutralisiert. Okay, aber immer noch down. Da habe ich ja noch eins für Anna. Der hat ja auch ein Antidot. Schon aus der Fabrik. So, so. Glück, Glück. Ah, guten. Okay, dann muss ich mal schnell Anna heilen. Ja, und theoretisch, ne? Also, wenn die Spinne ist, natürlich ganz schön stark. Aber theoretisch kann man hier auch relativ früh hin. Nancy! Oh, oh. Leute, ein weiblicher Roboter. Und die waren, glaube ich, auch ziemlich stark. So, deswegen gucke ich mal, was wir hier machen. Ich mache mal, glaube ich, erstmal schön den Psy-Shield-Better auf alle. Alter, sie grinst einfach. Erhöht ihre Verteidigung um 170! Alter! Okay, Leute, nee, da hauen wir ab. Die hat jetzt 170 Verteidigung. Ihr boostet. Okay, mach nur. Nee, ich mach nicht so viel Schaden. Okay, boah. Ja, PSI-Attacken habe ich jetzt keine. Da habe ich jetzt keine PP mehr für. Oh mein Gott, ein größeres UFO, Omega-UFO, 3 Stück. Scheiße. Schnell abhauen. Oh, er kann nicht wegrennen. Aua. Okay, sind aber auch nicht stark, Gott sei Dank. Oh, PK-Beam Alpha. Boah, voll übelst stark. Mann! Und alle wieder auf Anna. Na, natürlich. Alles tot. Leute, klappt nicht so, wie ich es mir gedacht habe. Okay, schüttelt sich erstmal selber. Und Nintendo kann wieder nicht abhauen. Mann, warum klappt denn das nicht? Aua. Okay, jetzt reicht's. Ich muss wieder so abhauen. Wenn ich sterbe, ist nicht so schlimm. Ich glaube, denn. Ja, wo haben wir das letzte Mal gespeichert? Ich glaube, in Snowman, ne? Also telefonisch. Natürlich gespeichert. Toll, alle tot. Mann. Ich und meine Geisterfreunde. Ey, hier ist ja voll die geile Stimmung. In der Wüste. Natürlich auch ein Song, der wieder benutzt wurde. Alter! Ja! Okay, hier kann man aber geil trainieren, würde ich mal behaupten. Hm. Wenn ich mein Team natürlich wieder voll hätte. So, ich versuche mal zu fliehen. Ja. So, toll. Erstmal Shield boosten. Nintendo kann nicht wegrennen. Komm, ich will da bloß noch. Ich will die fünfte Melodie holen, Leute. Das ist ein Kaktus mit einem Gesicht. Und der ist eigentlich hier recht in der Nähe. Deswegen mal ganz schnell. Linten. Okay, gut. Den will ich, hau ich auch wieder ab. Ist doch alles gut, ich hau doch gleich wieder ab. Und da ist er auch schon. Guck mal hier. Ja, den soll man wirklich in der Wüste suchen. Es gibt später noch einen anderen kleinen Hinweis auf diesen Kaktus, aber... Naja, wir wissen ja, dass er hier stehen soll. Okay, gut, dann ganz kurz mal reden. Mit wem redest du? Ja, okay, dann abchecken. Warte mal. Eine Stimme spricht zu Nintens Gedankenwelt. Also... Telepathie. Der Kaktus fängt an zu singen. Und aus welchem Grund auch immer, hört einfach nicht auf damit zu singen. Leute, das ist die fünfte Melodie, an die sich Nintendo erinnert.
Einfach so, ich finde bloß noch drei. Jo, alles klar, Leute, cool. Das würde ich heute noch machen. Jetzt aber ganz schnell wieder zurück mit dem Onyx-Hook. Benutzen. Zuzu. Um mein ganzes Team wieder aufzuladen. Und ja, die Wüste, da müssen wir echt ein bisschen gucken. Vielleicht trainiere ich nochmal bis zum nächsten Part wieder. Ein bisschen Training kann nicht schaden. Ja, damit ich auch vielleicht in der Wüste trainiere. Ist doch geil. Obwohl, in der Wüste trainieren ist jetzt nicht so cool ohne den Superspray. Naja, aber beim nächsten Part beginne ich, glaube ich, auch schon vor der Fabrik direkt, vor der großen. Und versuche mir da auch mal einen Plan zu machen, dass wir vielleicht zielgerichtet dahin gehen, wo wir auch wirklich Sachen finden, die praktisch sind. Oder einfach alles mitnehmen. Ich finde vor allem diese Kapseln, diese Boost-Kapseln, die sind immer interessant. Also Leute, hören wir mal wieder hier auf in Magic Hand. Und beim nächsten Part bin ich bereit. Und ich hoffe, ihr seid es auch wieder. Also dann, ciao, ciao!